Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wie war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Hause und wie war er zu seinen Frauen? Und es gibt viele Überlieferungen dazu. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er lachte und spaßte viel mit seinen Frauen. Er war sehr liebenswürdig, er war zärtlich, er war derjenige, der zu Hause geholfen hat. Wie Aisha das sagt, er war im Dienste seiner Familie, subhanallah. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ob er nichts anderes zu tun hätte, sozusagen, wenn er zu Hause war, war im Dienste seiner Familie. Sozusagen, er half im Haushalt mit, woran sich viele Männer ein Vorbild nehmen können, subhanal malik. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spaßte viel mit ihnen, er lachte mit ihnen. Es gibt Hadithe, wo er zusammensitzt und mit ihnen lacht und mit ihnen Witze macht, mit ihnen Wettrennen macht und solche Sachen. Er zeigte ihnen, dass er für sie da ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war derjenige, der am besten zu seiner Frau war. Also so wie es im Hadith kommt, der Beste von euch ist derjenige, der am besten zu seiner Familie ist und ich bin der Beste zu seiner Familie. Subhanal Malik. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte auch keine Scheu davor zu sagen, wen er am meisten liebt. Als er gefragt wurde, ja Rasulullah, wen von den Menschen liebst du am meisten? So sagte er knallhart, Aisha. Und er schämte sich nicht dafür, subhanallah. Und die Sahabe sagte, nein, nein, wir meinen nicht das. Wir meinen von uns, von deinen Sahabe, von deinen Männern sozusagen, sagte ihre Vater, subhanallah. Abu Bakr sozusagen. Also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er war sich nicht so schade, zu Hause mitzuhelfen. Er war sich nicht so schade, mit seinen Frauen zu lachen, zu spaßen, für sie da zu sein. Wenn er zum Gebet ging, hat er ihn immer einen Kuss gegeben, subhanallah. Er zeigte ihnen Zärtlichkeiten, er zeigte ihnen, dass er sie liebte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war das beste Vorbild. Und auch was das Essen angeht, wenn ihm Essen serviert wurde, so wenn er das gemocht hatte, hat er es gegessen. Und wenn er es nicht gemocht hatte, dann hat er es nicht gegessen. Und er hat nicht gesagt, das ist schlecht oder das ist gut. Man wusste, wenn er es gegessen hat, mochte er es, wenn er es nicht gegessen hat, hat es gelassen. Aber auch die Frauen haben nicht gefragt, hat es dir geschmeckt und gefällt es dir, um einfach keine Fitna zu machen. Das ist vielleicht ein Beispiel, inshallah ta'ala, für die Frauen, dass man nicht am besten nicht danach fragen sollte. Und wenn das Essen mal nicht deinem Geschmack entsprechen sollte, oh du Mann, dann sei der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir ein Vorbild und ess es einfach nicht. Oder nimm dir etwas anderes und sag barakallahu fiik für deine Mühen. Alhamdulillah. Und du brauchst nichts dazu zu sagen. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hause. Und es gibt noch viel zu berichten, wie er mit seinen Frauen umgegangen ist, wie er, was er alles gemacht hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist derjenige, der seinen Frauen zugehört hat. Das ist dieser bekannte Hadith, wo sich die Frauen getroffen haben und über ihre Männer erzählt haben, sozusagen. Diese 11 Frauen, was überliefert wurde in Bukhari. Und Aisha war auch dabei und sie hörte sich alles an. Und als sie nach Hause kam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch zu Hause war und es war abends und sie waren müde, hat sie ihm das alles erzählt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr ganz genau zugehört. Er hat nicht sich sozusagen gelangweilt hingelegt und gesagt, ja, erzähl mal, sondern wirklich aufmerksam zugehört und am Ende gesagt, ich bin zu dir wie Abu Zar, zu Zar, nur dass ich dich nicht scheiden werde. Subhanallah. Damit hat er gezeigt, ich habe dir zugehört, Aisha, und ich bin für dich wie der und der, zu der und der, nur dass ich mit dir, inshallah ta'ala, zusammenbleiben werde. Subhanallah. Was für ein Mann, was für ein Prophet, als Barmherzigkeit für die Menschen, als Vorbild für die Ehemänner, als Vorbild für Männlichkeit. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, bis zum nächsten Video. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.